Hi Five, Low Five und wenn du Motor immer noch auf dem Tisch steht, dann herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, der Kritzsoldat von In Your Face Gaming und ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Commentary. Im Hintergrund seht ihr mal wieder ein Gastgameplay vom Kartoffelgamer. Und bevor ich zum eigentlichen Thema übergehe, wollte ich euch erstmal was erzählen. Und zwar wollte ich am Samstag, als ich daheim war, wo mein großer PC steht, ein Company of Heroes 2 Replay aufnehmen und es auch kommentieren, weil das Projekt scheint ja doch ganz gut anzukommen, entgegen meiner ersten Erwartungen ist es jetzt mittlerweile sogar erfolgreicher als meine Commentaries, was ich ehrlich gesagt ziemlich traurig finde, denn das war bis jetzt mein mit Abstand erfolgreichstes Format. Ist ja auch egal, auf jeden Fall kam da erstmal ein Update, hab mir nichts Böses dabei gedacht, hab das Ding installiert, hatte irgendwie da das ein oder andere Problem, da war schon der Download fertig, da ist das Ding aber irgendwie noch weitergelaufen, wollte das Spiel nicht starten. Nach dreimal Steam neu starten hat es dann doch endlich mal geklappt und habe ich mir gedacht, geil, gab zwar anfangs Schwierigkeiten, kann ich ja jetzt endlich mal dazu übergehen, das Replay aufzunehmen, denn ich habe mir ja vorgenommen, jetzt nach und nach alle Fraktionen abzufrühstücken, mit jeder Fraktion mal was zu reißen, so eine kurze knackige Runde, die dann auch kommentieren, euch vielleicht ein bisschen was erzählen, denn ich habe ja schon die ein oder andere Spielerfahrung gesammelt und bin nicht mehr ganz so schlecht wie am Anfang. Also ich gewinne durchaus mittlerweile ziemlich regelmäßig die ein oder andere Runde und deswegen wollte ich auch vielleicht in naher Zukunft ein Tutorial bringen zur aktuellen Fraktion, die ich gerade so spiele. Denn das Game macht mir unglaublich viel Spaß und es wäre ja schade drum, nicht Videos drüber zu machen, wenn man schon die Gelegenheit dazu hat. Die Woche davor hatte ich eine ziemlich geile Runde mit dem Oberkommando West gerissen, eine Fraktion, bei der es in der Regel etwas länger dauert, bevor man wirklich Richtung Sieg blicken kann. Die ging rund 18 Minuten und ich habe mir gedacht, hey, das ist doch ideal, um ein Video draus zu machen. Ich wollte auch ein kleines Tutorial draus basteln. Und ich musste zu meinem Bedauern leider feststellen, dass meine komplette Replay-Sammlung, die 2 Dutzend Sieges-Replays, die ich da gespeichert habe mittlerweile, waren einfach alle komplett weg. Klar, die meisten waren natürlich viel zu lang, denn normalerweise geht eine Runde in Company of Heroes eine Dreiviertelstunde aufwärts. Also, wenn die Gegner nicht ganz so schlecht sind, beziehungsweise keinen krassen Fehler gemacht haben am Anfang, der sie den Sieg kostet, dann dauert es einfach länger, bis man seine Kräfte gebündelt hat und bis man den Gegner mehr oder weniger überrennen kann. Gerade beim Oberkommando West ist es so eine Sache, wenn man am Anfang, dadurch, dass man deutlich weniger Ressourcen hat, nicht defensiv genug spielt, verliert man ziemlich schnell an Land und somit noch mehr Ressourcen. Aber dazu gibt es dann in einem künftigen Company of Heroes Video mehr, denn ich denke mal, nicht alle können damit wirklich was anfangen, was ich hier rede. Fakt ist, meine kompletten Replays sind weg und jetzt ist die Frage, ich gewinne zwar mittlerweile ziemlich regelmäßig, aber ich denke, es ist ein bisschen am Ziel verfehlt, wenn ich nur so ganz kurze Runden von Company of Heroes zeige, denn ganz kurze Runden hat man unglaublich selten und diese sind meistens längst nicht so spannend wie die langen Runden. Denn in den langen Runden kommt es öfters zu taktischen Gefechten, die richtig spannend sind, zumindest für mich, wenn ich sie spiele, wenn es darum geht, ein Fahrzeug zu retten oder irgendwie mit einem Fahrzeug mehrere Fahrzeuge zu vernichten, wenn man gnadenlos in der Unterzahl ist. Also solche Sachen passieren in so einer kurzen Runde normalerweise einfach gar nicht. Und jetzt ist die Frage, soll ich vielleicht mich tatsächlich daran wagen, ein längeres Replay als 20 Minuten zu bringen? Vielleicht eins, was nicht eine Stunde geht, sondern vielleicht eine halbe bis, ich denke mal, 35 Minuten. Also bei den langen Runden, wenn sie richtig spannend waren für mich zu spielen, werde ich dann wahrscheinlich auf doppelte Wiedergabegeschwindigkeit steigern, damit es einfach schneller rumgeht. Es ist nicht viel schneller, denn viele Sachen dauern einfach ihre Zeit und sind nicht so spannend, wie zum Beispiel irgendwelche Punkte einnehmen oder wenn es einfach ewig dauert, bis man eine Einheit ausgebildet hat. Also ich denke mal, ich werde, falls ihr Bock drauf habt, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet, Replays mit etwas erhöhter Geschwindigkeit bringen, denn mir macht dieses Spiel unglaublich viel Spaß und ich will dieses Projekt auf jeden Fall fortsetzen und sobald ich meinen neuen PC habe, der hier dann auch in Stuttgart steht, werde ich euch gnadenlos überhäufen mit Videos, die von Company of Heroes sind, falls ihr halt immer noch bis dahin Bock drauf habt. Ja, das war's dazu und ich würde sagen, gehe ich jetzt endlich mal zum Thema über. Klar, das Gameplay ist ewig lang im Hintergrund, aber ich denke mal, ich werde immer noch nicht das Komplette nehmen. Und zwar, in letzter Zeit gab es ziemlich viele Gerüchte über das neue Call of Duty. Es kommt ja jedes Jahr ein neues Call of Duty raus. Mittlerweile ist es keine große Überraschung, wenn man im November ein neues Call of Duty im Laden sieht. Und dieses Jahr scheint es tatsächlich endlich mal back to the roots zu gehen, denn nach den ersten Gerüchten, dass das neue Call of Duty wieder im Zweiten Weltkrieg spielen wird und den späteren Dementierungen von anderen Quellen, ist es mittlerweile mehr oder weniger
bestätigt, in den gestern News wurde es auch erwähnt, dass das neue Call of Duty tatsächlich im Zweiten Weltkrieg spielen wird. Wenn sich das nicht als riesiger Schwindel herausstellt, dann werde ich mir das Spiel auf jeden Fall zulegen, denn ich muss zugeben, nach all den Jahren Modern Warfare Setting und naher Zukunft Setting kann ich einfach diese ganzen Sachen nicht mehr sehen. Ich freue mich ehrlich gesagt endlich wieder in den Zweiten Weltkrieg zurückzukehren virtuell, denn ich finde dieses Setting, obwohl es vor einigen Jahren ziemlich ausgelutscht war, längst nicht verbraucht. Es gibt sehr viele Kriegsschauplätze, die nach wie vor nicht behandelt wurden. Klar, die ganzen Sachen wie Russlandfeldzug und Normandie und den ganzen Kram, auch teilweise Afrika und bisschen Japan, wurde ja schon mehr oder weniger angesprochen, aber es gibt so viele noch unbekannte Aspekte und ich denke mal, gerade eine Marke wie Call of Duty, die sehr viel Geld reinsteckt in ihr Spiel, was da nicht immer sichtbar ist, aber egal, könnte da durchaus was Interessantes machen, denn mittlerweile haben sie auch gar keine Wahl. Sie müssen irgendetwas Gutes produzieren, denn ihnen laufen ständig die ganzen Leute weg. Auf PC wird zum Beispiel Advanced Warfare kaum noch gespielt, was ich ehrlich gesagt sehr schade finde, denn jetzt kam auch endlich neulich mal ein Patch raus. Ich habe es zwar nicht wirklich gezockt danach, aber ich denke mal, die versuchen da schon noch ein bisschen was zu machen, denn sie sehen ja auch selbst, die Marke Call of Duty stirbt langsam aber sicher. Was sagt ihr zu der ganzen Sache? Freut ihr euch auch in den Zweiten Weltkrieg virtuell zurückzukehren? Oder habt ihr mit Call of Duty endgültig abgeschlossen? Zockt ihr nur noch Battlefield? Und was haltet ihr von Hardline? Die Beta ist ja mittlerweile auch vorbei. Ich hab's leider nicht gespielt. Ich hatte keine Zeit dafür, aber ich habe gesehen, dass sich schon einiges seit der letzten Beta getan hat und das Spiel durchaus Potenzial hat, obwohl eine neue grafische Revolution wir nicht erwarten können. Es sieht einfach exakt gleich aus wie Battlefield 4. Finde ich schade. Ein neuer Grafikstil hätte dem Spiel definitiv besser getan, denn ich weiß nicht, diese Battlefield 4 Optik passt einfach nicht so wirklich in dieses Polizeisetting, finde ich. Also, naja, wir werden sehen, was sich da in nächster Zeit so tut. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu der ganzen Sache denkt. Habt ihr noch Hoffnung, dass Call of Duty sich retten kann? Wie fandet ihr die Hardline-Beta, falls ihr sie gespielt habt? Ich hoffe, euch hat dieses etwas längere und etwas chaotische Video gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr zu den einzelnen Punkten so denkt. Soll ich mit Company of Heroes weitermachen? Ich hätte auf jeden Fall richtig Bock drauf und ich würde sehr gerne diese Serie auf meinem Kanal deutlich besser ausbauen, denn ich spiele aktuell sowieso nichts anderes und es macht mir einfach unglaublich viel Spaß. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Gritsoldat.